Moin, Wohlzimmer Kapitäne und willkommen zurück zur Folge Ausblick, diesmal für die Forschungsbaum- und Bestandsschiffe sozusagen in World of Warships. Es gibt dann noch eine Folge, wo es dann nur um Testschiffe geht und Schiffe, die aktuell noch nicht auf dem Live-Server verfügbar sind, weil auch da gibt es eine ganze Stange an Änderungen, aber ich will das Video nicht zu lang machen für euch. Und es geht ja hier hauptsächlich um Zahlen und Fakten, das ist ja manchmal so ein bisschen, dröge. Und deswegen versuche ich das euch hier so bunt wie möglich zu gestalten. Wir haben hier die Yuyang im Hafen. Und da gibt es jetzt eine Änderung, und zwar beim Torpedowerfer. Da haben wir jetzt noch eine Ladezeit von 156 Sekunden. Die wird wieder runtergesetzt, nämlich auf 146 Sekunden. Wir erinnern uns ganz kurz, mit Update 0711 kam ursprünglich mal eine Änderung zur Verlängerung der Nachladezeit der Torpedowerfer, damals um 20 Sekunden. Man reduziert jetzt also wieder um 10 Sekunden und hat dann quasi nur noch 10 Sekunden oben raufgepackt, anstatt die ursprünglichen 20. Außerdem wurde damals auch die Ladezeit der Artillerie verändert. Das bleibt unverändert. Und dann gibt es noch stellvertretend für die panasiatischen Zerstörer bei der Shungmune-Änderung. Da wird die Ladezeit der Hauptgeschütze verlängert von 3,3 auf 3,5 Sekunden und die Nachladezeit der Torpedorohre von 106 auf 122 Sekunden verlängert. Kommen wir dann kurz zu Gearing und bei der Gearing haben wir eine Verkürzung der Torpedo-Nachladezeit von 136 auf 122 Sekunden. Damit wird der Torpedowerfer, der vor einiger Zeit auf dem Schiff hinzugefügt wurde, nämlich dieser MK16 Mod 1, ja, ein bisschen angepasst auf den Spielstil auf der Tierstufe 10. Und nun haben wir die Emerald hier im Hafen. Die steht so ein bisschen stellvertretend für die britischen Schiffe, die ich jetzt kurz erwähnen möchte. Zum einen geht es um den britischen Zerstörer Jutland, der T9-Zerstörer der britischen Navy. Da wird die Nachladezeit der Hauptgeschütze von 3,5 auf 4 Sekunden verlängert. Damit wird auch dieses Schiff ein bisschen ausgeglichener auf T9 gemacht. Zumindest ist das das Ansinn von World of Warships. Und dann gibt es noch eine weitere Änderung, und zwar hier bei unserer Emerald, T5-Kreuzer der britischen Royal Navy. Und ihr kennt das ja, wenn ihr eine Emerald seht, dann schießt er sehr gerne drauf, weil sie nämlich relativ schnell Zitadellen frisst. Sie hat ja ein riesiges Teil da unten drinne. Ja, und jetzt haben sich überlegt, dass sie das Zitadellendeck verändern möchten und damit den Schaden, den dieses Schiff bekommt, nämlich durch HE-Granaten vom Kaliber 203 mm, von den Schlachtflugzeugen und dann eben von den AP-Granaten, das soll damit ein bisschen einfacher werden, das auszuhalten. Es wird nämlich der Teil hier, der hier 25 mm hat, 40 mm bekommen. Das heißt, da ist einfach ein Abprallwinkel dann einfach zu erreichen, weil eben kein Overmatch mehr vielleicht stattfindet für bestimmte Granatentypen und so weiter. Also, das war jetzt auf AP bezogen, ne? Bei 40 mm ist es dann heute schon viel schwieriger, da noch mit irgendwie Abprallern zu arbeiten. Und weiter geht's dann mit der Henri, dem vierten. Und das ist unser T10-Kreuzer der französischen Marine. Und da wird die Nachladezeit erhöht. Standardmäßig ist die Nachladezeit hier 12,3 Sekunden, Stand heute. Und mit dem nächsten Update oder mit den nächsten Updates wird die Nachladezeit der Hauptbewaffnung auf 13 Sekunden erhöht. Das Schadenspotenzial war statistisch gesehen überdurchschnittlich und deswegen muss hier eine leichte Anpassung vorgenommen werden. Und mit 0,7 Sekunden hält sich das sicherlich noch im Rahmen, wird man nur in manchen Situationen merken, denke ich. Aber Wargaming möchte damit erreichen, dass eben das Schadenspotenzial, was dieser Kreuzer hier in einer Runde raushauen kann, einfach ein bisschen minimiert wird. Und beim nächsten Kreuzer, das betrifft dann nämlich gleich wieder zwei Schiffe, nämlich die deutsche Hindenburg T10-Kreuzer und die Rhône T9-Kreuzer, gibt es auch wieder Änderungen. Und da haben wir jetzt ja schon eine ganze Latte an Änderungen gehabt in der Vergangenheit. Mit Update 076 wurde ja ursprünglich die Nachladezeit mal um eine Sekunde erhöht. Mit Update 079 wurde dann wieder eine Anzahl bei der Reparaturmannschaft dazugegeben, also eine Aufladung.
Und nun hat man so lange dran rumgebastelt, dass man sich jetzt entschlossen hat, die Nachladezeit nicht um eine Sekunde wieder zu senken, sondern um eine halbe Sekunde. Auch da wird dann dieser Mittelweg wieder gegangen, ähnlich wie wohin bei der Yuyang ganz am Anfang, wo man erst 20 Sekunden draufgepackt hat, dann jetzt nochmal 10 wieder runternimmt. Hier ist es eben eine halbe Sekunde, die man wieder runternimmt. Und zwar auch bei beiden Kreuzern, das heißt Hindenburg und Rohn, können dann wieder ein bisschen schneller schießen. Und nun sind wir bei der Ki angekommen. Bei der Ki gibt es eine Änderung, das ist unser einziges Premium-Schiff in dem heutigen Video. Da gibt es eine Änderung beim Zitadellendeck, ähnlich wie bei der Emerald. Auch da wird halt hier das obere Zitadellendeck erhöht von der Panzerungsdicke, nämlich von 22 mm hoch auf 32 mm. Und das ist natürlich ein Wert, da macht es dann bei dem einen oder anderen vielleicht schon Pling. 32 mm, da prallen halt schon ziemlich viele Granaten dran ab, wenn sie im ungünstigen Winkel draufkommen. Also Overmatch zählt da schon mal gar nicht mehr, außer bei 460 mm Kanonen. Das heißt Yamato Musashi, die haben da Overmatch-Möglichkeiten bei dem Panzerungsteil. Ist natürlich ein bisschen unwahrscheinlich aus dem Winkel vielleicht, weil man muss ja so sehen, das ist jetzt hier oben drauf der Teil, da müsste man halt schon den Winkel genau so treffen. Ist wahrscheinlich möglich, deswegen ändern sie es, dass das eben ein bisschen sicherer wird. Nur Yamato und Musashi Projektile, Stand heute, würden daran abprallen, würden da durchgehen, Entschuldigung, alle anderen könnten, wenn sie im ungünstigen Winkel sind, auf jeden Fall die Winkelabfrage haben und dann halt abprallen. Das ist der Grund, warum sie da jetzt 32 mm einsetzen. Und dann kommen wir zur Z23, T8 Zerstörer der Kriegsmarine hier in dem Spiel. Da gibt es auch eine Änderung. Und zwar wird der Standardrumpf verbessert. In dem Sinne, dass er 2000 Trefferpunkte mehr bekommt und der Upgrade-Status nicht mehr 4800 Punkte beträgt. Das heißt, wenn man den Rumpf A hat und dann auf den Rumpf B upgradet, hat man vorher 4800 Trefferpunkte mehr bekommen. Der B-Rumpf ist quasi nicht betroffen, der bleibt unverändert bei 19.500. Aber eben der A-Rumpf wird hier 16.700 bekommen. Das ist der große Unterschied, den es dann jetzt geben wird. Das soll einfach ein bisschen dieses Schiff ausgleichen und der Unterschied war einfach zu heftig, sagt World of Warships, zwischen dem Vorspache und dem Standardrumpf. Und dann kommen wir zum letzten Schiff, der Grozowai, der Tierstufe 10 der russischen Marine. Da gab es ja schon einige Änderungen bei dem Schiff in der letzten Zeit. Und jetzt gibt es mal wieder einen Nerf für diesen Dampfer, denn die Hauptgeschütze, da wird die Nachladezeit ein bisschen verlängert, nämlich von 4 Sekunden auf 4,2 Sekunden. Das soll das Schiff ein bisschen angleichen an die statistischen Werte. Das Schiff soll aktuell der stärkste Zerstörer in World of Warships sein oder einer der stärksten Zerstörer im Moment. Und das soll halt so ein bisschen diesen Peak wieder ein bisschen nach unten dämpfen. Und das soll es gewesen sein von diesem Video. Ich wollte euch hiermit so ein bisschen einen Einblick geben in die Forschungsschiffe und die Premium-Schiffe, die jetzt verändert werden, die schon auf dem Live-Server sind. Ich hoffe, das ist mir soweit gelungen und ein bisschen, ihr konntet es euch ein bisschen veranschaulichen, was sich da verändert. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, gerne auch ein Abo. Freut mich immer sehr, wenn ihr uns auch vielleicht weiterempfehlt oder wie auch immer. Ihr seht es oben, wir haben eine Menge Social-Media-Präsenzen, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Findet ihr auch alles unten in der Beschreibung. Würde mich freuen, euch da wiederzusehen oder wenn wir uns da einfach mal mieten und ein bisschen austauschen über eure Meinung, wenn ihr möchtet. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Euer Seekrautz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.